Hallo, in diesem Video möchte ich das Plugin Subtitle vom HTML5 Media JavaScript Framework Popcorn.js vorstellen. Mit diesem Plugin ist eine Untertitelanzeige realisierbar. Ein Beispiel: Ich habe hier eine HTML-Seite mit dem Video-Tag mit der ID Video und dem Video O.OGV. Und es gibt noch einen Div-Container mit der ID Text. In Zeile 2 wird das Popcorn Framework eingebunden, sodass alle Funktionen zur Verfügung stehen. In Zeile 4 wird sichergestellt, dass die HTML-Seite vollständig geladen wurde, und in Zeile 6 wird eine neue Popcorn-Instanz erstellt, gebunden an die Videotag-ID Video. Okay, in Zeile 18 wird dann das Video automatisch gestartet. In Zeile 8 und in Zeile 12 kommt dann das Plugin zum Einsatz. Von Sekunde 0 bis Sekunde 3 wird Hello World angezeigt und von Sekunde 3 bis Sekunde 6 wird Popcorn.js angezeigt. Okay, Seite laden bzw. neu laden und der Untertitel wird im Video unten angezeigt. Okay. Die Anzeige kann man auch verlagern, zum Beispiel in den Div-Container mit der ID Text. So kommt dann noch hinzu Target, Doppelpunkt und jetzt die ID vom Div-Container. Das ist hier Text. Hier genauso. Okay, speichern und Seite nun laden. So wird der Untertitel dann im Div-Container angezeigt. Okay. Ebenso ist es möglich, dass man sich HTML-Elemente anzeigen lassen kann. Und zwar zum Beispiel ein Bild. So kann man zum Beispiel ein IMG-Tag einbinden. Okay. Gleich jetzt die Bilddatei. Okay. Speichern und Seite neu laden. So wird dann ein Bild angezeigt. Okay. Ebenso ist es möglich, Untertiteldateien einzubinden, so dass die Untertitel dann aus der Datei gezogen werden und angezeigt werden. Zum Beispiel eine Untertiteldatei wäre zum Beispiel so eine hier im SRT-Format. Diese Datei kann ich jetzt einbinden. Dann brauche ich den Teil hier nicht mehr von Zeile 4 bis Zeile 19. Den kann ich auskommentieren. Okay, und beim Videotag kommt dann noch hinzu Data minus Timeline minus Sources ist gleich und jetzt die Untertiteldatei File Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich Schrägstrich. Schräg, schräg. Okay. Das ist die Untertiteldatei. Speichern und Seite neu laden. Und so wird die Untertiteldatei bzw. der Inhalt von der Untertiteldatei angezeigt. Okay, ciao und viel Glück.